Hallöchen und willkommen zurück. Ja, da sind wir also. Wir haben jetzt unser Magier-Diplom erworben und wurden von Munkus ziemlich aufs Kreuz gelegt. Jetzt haben wir dem den Ring gegeben und den sollte er gar nicht bekommen. Oh, wo das jetzt noch hinführt, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach mal überraschen und machen weiter. Da ist eine Ork-Dame. Und jeder, der meine Let's Plays kennt, weiß ja, dass wir schon den zweiten Teil von Book of Unwritten Tales gespielt haben. Also nicht den zweiten Teil, sondern ihr wisst schon, welchen Teil ich meine. Ich hab's nicht so mit Namen. Egal. Also wir kennen diese Ork-Dame. Aber unser Wilbur puppelt in der Nase und kennt sie nicht. Dann lernen wir die mal kennen, oder? Na komm. Bei den Göttern. Das ist eine Orkfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Bleib da stehen. Ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Wer bist du? Was willst du hier und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elizabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Whoopi, reg dich mal nicht so auf hier, ne? Also, ich denke mal, ihr werdet die Stimme von ihr schon erkannt haben. Ja, klar, Elizabeth, auf jeden Fall. Ein Pegasus ist immer weiß und heißt nie Bob. Sie sieht gar nicht wie eine Schönheitskönigin aus oder Hallo Elizabeth, mein Name ist Wilbur. Wir probieren uns mal Pegasi durch. Pegasie oder Pegasusse, die sind doch immer weiß. Und niemand würde seinen Pegasus Bob nennen. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings. Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jorge mit meinem Proviant, dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit niemandem. Mit mir? Ja, jetzt müssen wir irgendwie Whoopi von ihrem Schiff wegbringen. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Wohin bringen Sie Ihre Gefangene? Oder ich muss noch etwas machen. Wir probieren mal mit, wer sind Sie? Weil Elizabeth kaufen wir eher nicht wirklich ab. Sie heißen also nicht Elizabeth? Man nennt mich Masas. Da wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach du da, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltrottel, die noch dümmer sind als ich. Tja, ein bisschen muss ich ihr ja schon recht geben. Aber gut, wohin bringen Sie Ihre Gefangenen? Wohin wollen Sie denn Ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Richtig so. Lass dir nichts bieten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll, das ist hilfreich. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Aha, Krämer also, so. Dann hat die was mit dem Krämer zu tun. Wir könnten uns jetzt hier noch ein paar bissle umschauen. Das würde ich auch mal vorschlagen. Unser Pulleputter ist da hinten. Betrachte den Begleiter des Menschen. Ich habe so ein Wesen noch nie gesehen. Es hat Ähnlichkeit mit diesem Dämon aus dem Wirtshaus. Vielleicht ist es aber auch nur ein Tier. Wer weiß, wer weiß. Wir könnten den nochmal betrachten oder wir könnten versuchen, mit ihm zu schwätzen. Huhu! Hi. Hi. Mein Name ist Wilbur. Wer sind Sie? Ich bin Wilbur. Wer sind Sie? Jemand mit einem kleinen Problem, wie du siehst.
Könntest du mir einen Gefallen tun und der grünen Lady dort eins über den Schädel ziehen? Komm schon, Nate. Ich tue hier nur meinen Job. Dummerweise wird mir das den Hals kosten, oder? Anzunehmen. Na, das wollen wir eigentlich nicht. Sind Sie so etwas wie ein Pirat? Sind Sie ein Pirat oder so etwas? Nein. Ja. Das wird mir manchmal unterstellt, aber ich bin ebenso wenig Pirat, wie Massas hier eine Balletttänzerin ist. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffs, der Mary. Ich bin freiberuflicher Schatzsucher. Ein Betrüger bist du! Und du bist eine fürchterliche Balletttänzerin. Ich mag Ballett. Also die Unterhaltung gefällt mir. Sind Sie ein Schatzsucher? Dann könnten Sie mir helfen. Sie suchen professionell Schätze? Dann kennen Sie sich mit untergegangenen Tempeln und so aus? Natürlich. Ich habe alle Himmel bereist. Bin ans Ende der Welt gefahren, habe gegen die Zyklopen gekämpft. Und Dinge gesehen, die man lieber nicht sehen möchte. Massas hier zum Beispiel. Naja, komm, also Massas ist doch ein bisschen schnuckelig, meinst du nicht auch? Kannst ja nicht so hinstellen, als ob sie ein bösen Monster wäre. Wenn ich Ihnen eine kleine Insel auf einer Karte zeige, könnten Sie mich dann dorthin fliegen, es anzunehmen. Wir müssten ihn aber dafür erst einmal befreien, kleiner, süßer Wilbur. Mal angenommen, ich müsste zu einer bestimmten Insel und würde Ihnen die Insel auf einer Karte zeigen. Könnten Sie mich dorthin bringen? Abgesehen davon, dass ich in einem Käfig sitze, sicherlich. Dann müssen wir Sie befreien. Ich bin auch noch hier. Was hat das damit zu tun? Bis bald. Mach's gut, Kurzer. Okay, Captain Nate ist ein Schatzsucher und hat sein eigenes Schiff. Einer wie er könnte genau richtig für mein Team sein. Aber wie komme ich an der Orkfrau vorbei? Und das auch noch ganz alleine? Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich habe zwar noch keinen Plan, was, aber irgendwas wird uns schon einfallen. Wir gucken uns einfach mal um. Ein Transportballen. Sieht schwer aus. Vielleicht gepresste Baumwolle oder so etwas. Vielleicht. Können wir da irgendwie... Ein Transportballen? Nein, können wir nicht. Okay, aber wir können uns dieses Seil anschauen. Ein aufgerolltes Seil. Man sieht ihm an, dass es schon oft benutzt wurde. Und wir können es nehmen. Was glaubst du, was du da tust? Das ist mein Seil. Dein Seil? Es gehört zu Mary und damit ist es mein Seil. Vielleicht hast du es noch nicht ganz verstanden. Das Schiff gehört dir nicht mehr. Es gehört jetzt mir. Nur über meine Leiche. Eben. Wem auch immer das Seil gehört, mir gehört es nicht. Entschuldigung. Okay, also irgendwie müssen wir an ein Seil rankommen, ohne dass die Orkfrau glotzt. Unsere Ruby kann ganz schön stürmisch sein hier. Ein großes Netz? Es könnte ein Fischernetz sein. Oder vielleicht auch ein Netz, in dem man Waren eingewickelt hat. Das können wir also nehmen, okay? Sie würde mich sehen. Ich muss einen guten Moment abpassen. Das Netz lag auch direkt daneben und sie hat jetzt nichts gesagt. Aber gut, okay. Wir schauen uns einfach mal um. Magierturm? Betrachte den Magierturm. Machen wir das halt mal. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Ja, weil du ja schon so lange in diesem Orden bist, ne? Und vor allen Dingen so voller Wissen. Magierturm, 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 Magierturm. Wir können in den Magierturm rein. Dann gehen wir halt mal rein. Hier hat uns ja sowieso jemand veräppelt. Betrachte die schwebende Blume. Schauen wir uns einfach erst einmal um. Die Blume schwebt vor mir weg. Vielleicht ist sie schüchtern. Garantiert. Das nenne ich Magie. Fantastisch. Okay. Ja, kleiner Bilbo, du bist doch so unschuldig. Können uns die große Landkarte anschauen? Eine riesige Karte des gesamten Landes. Und ich habe bisher erst einen winzigen Winkel davon gesehen. Ja, die Welt kann ganz schön groß sein, wenn man sie so vor Augen hat. Das hier oben finde ich wunderschön. Ui, ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen sollen. Aber es ist wunderschön. Ach Mann, du bist doch so unschuldig. Es sind Planeten, wunderschöne Planeten. Okay, wir können uns dieses aufgeschlagene Buch anschauen. Das ist das vermutlich dickste Buch, das ich jemals gesehen habe.
Die Pflanze verfolgt uns. Encyclopedia Fantastica steht hier. Hm. Fantastisches Grundwissen in einem Band. Okay. Können wir noch mehr? Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht. So wenig interessant ist unsere Welt nun auch nicht. Vielleicht musst du ja was reinschreiben. Du musst hier der Buchautor sein. Das Seltsame ist... Okay, nein. Können wir da raus? Nein. Können uns den Schrank anschauen? Was man nicht im Kopf hat, muss man in Büchern haben, sagt Papa immer. Ja, ich kenne das eher so, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen oder so. Ich hätte geglaubt, dass es hier mehr Bücher gibt. Kein Wunder, dass der Erzmagier fortgegangen ist, um woanders Informationen zur Insel zu suchen. Ach, kleiner Wilbur, du weißt noch gar nicht, dass er dich veräppelt hat. Es tut mir irgendwie so leid, er hat sich so viel Mühe gegeben. Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Ich bin mal eher der Meinung von Technik, aber du... Wie kommt der Erzmagier wohl dort hoch? Vielleicht hat er einen schwebenden Stuhl. Oder eine schwebende Pflanze. Schwebende Möbel sind praktisch, wenn man den Fußboden wischen will. Ja, in der Tat. Könnte ich auch gebrauchen. So. Das war's jetzt, oder was? Globus. Globus anschauen. Seltsame Idee, eine Landkarte auf eine Kugel zu spannen. Wie soll man sie so benutzen? Wie wär's mit drehen, kleiner Wilbur? Du kennst so gar nichts, hm? Vielleicht sagt er noch irgendetwas zur Karte? Auf der Landkarte gibt es eine Menge kleiner, namenloser Inseln. Und eine davon ist die Insel Sordia, auf der das Artefakt des Schicksals versteckt ist. Mhm. Nur welche? Keine Ahnung. Eine riesige Karte des gesamten Landes. Okay, ja. Wiederholst dich gerne. Wir hören uns nicht gerne Wiederholungen an. Okay, das war's dann wohl. Ach nee, Papier auf dem Schrank können wir uns auch noch anschauen. Dann tun wir das mal. Da oben auf dem Schrank liegt etwas. Es sind irgendwelche Papiere. Vielleicht Landkarten. Vielleicht? Das ist zu hoch. Da komme ich nicht dran. Stärkungselixier, Magierdiplom, ein mächtiges Amulett. Können wir das vielleicht hier irgendwie benutzen? Nein, können wir nicht. Landkarte, ein Zauberstab. Vielleicht können wir die Pflanze zu uns zaubern. Oder die Landkarte, oder das, oder dies, oder jenes. Auch nicht. Netz. Netz! Nein, funktioniert nicht. Ich habe gedacht, vielleicht können wir die Pflanze einfangen, aber scheint wohl nicht zu gehen. Menno! Was machen wir dann? Was machen wir denn dann nur hier, so, mit uns? Das scheint wohl nicht alles zu funktionieren. Muss da irgendwie hochkommen. Und ich vermute ganz stark, dass wir das nur mit der Pflanze hinkriegen. Aber wir gehen zum Hauptplatz zurück. Irgendwas scheinen wir wohl zu übersehen. Wir können uns noch den Brunnen anschauen. Das ist meine Schuld. Sehr. Haben mir die falschen Koordinaten interessant. Gegeben. Die Koordinaten waren korrekt. Ja, toll. Und so ein verfluchtes Ork-System. Sieh mich an. Sehe ich aus wie ein Ork? Vielleicht hätte man mir die Daten fürs menschliche Koordinatensystem geben sollen. Vielleicht hättest du einfach zugehört, als dir das lang und breit erklärt wurde. Ich bin seit 15 Jahren Kapitän. Muss mir sowas nicht erklären lassen. Ganz offensichtlich schon. Spätestens als du in der Hochzeitstorte gelandet warst, hätte dir auffallen müssen, dass das kein Stinkzoten-Hauptquartier war. Brautjungfern sahen verdächtig aus. Ach, deswegen hast du sie einer Leibesvisitation unterzogen? Haha, wir haben es hingekriegt. Ja. Okay, also dann spielen wir mal Rodeo. Oder da oben, oder das da, oder dies, oder das, oder jenes. Och, Manu, warum will das alles nicht? Vielleicht in Kombination? Auch nicht. Was soll ich denn mit dem Stärkungselixier machen? Bringt mir wohl auch nichts. Verdammt. Jetzt haben wir ein Seil. Was sollen wir mit dem Seil anstellen? Rodeo spielen, aber die Pflanze will ja nicht. Okay, also hier können wir mit dem Seil nichts anfangen. Vielleicht
laufen wir einfach noch ein bisschen hierher. Oh, wir können uns den Balken anschauen. Der Balken trägt dieses kleine Dach. Er sieht sehr stabil aus. Mhm. Und jetzt? Können wir das Seil tragen? Wieso sollte ich? Ja, weiß es auch nicht. Keine Ahnung. So ein Ding hat auch Herr Schildträger unten am Tor. Ich schätze, früher liefen hier Dutzende Wächter durch die Stadt. Na, mittlerweile braucht das keiner, oder was? Ich bin Magier, kein Kämpfer. Und selbst wenn, ich könnte das Ding wohl höchstens als Lanze verwenden. Immerhin. Vielleicht so. Nein, will er auch nicht. Wir können in die untere Stadt gehen. Cool. Aber können wir ich kann also sie auch trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Ich weiß nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir, was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als Ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplom-Magier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und, um genau zu sein, momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Der schon wieder hier. Wichtig-Tour. Jetzt? Wir können mit der Elfe reden oder mit der Stadtwache? Mit was tun wir als erstes? Reden wir mal als erstes mit der Stadtwache? Ich mag Herrn Schildträger nicht sonderlich. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Okay, da sind wir schon mal einer Meinung. Dann reden wir mit der Elfe. Hallo. Hi. Du bist eine Elfe, oder? Ja. Und du bist so eine Art Waldkobold? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz, mein Name. Du bist Magier? Mit Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Was wollen Sie vom Erzmagier? Wer sind Sie genau? Also die will jetzt, dass wir einfach mal hier was hochbringen oder Sie hochbringen. Ich soll doch erst einmal erklären, wer sie genau ist. Wer sind Sie? Mein Name ist Ivodora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwalddeich. Ah ja. Ui, ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep. Cheep Cheep. Cheep, cheep. Was wollen Sie vom Erzmagier? Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Kann es sein, dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier. Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Papagei. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier, in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Das ist eigentlich ganz gut, denn es ist gar nicht der Erzmagier. Aber das wissen ja nur wir. Wollen Sie mir nicht helfen, die Insel zu finden und das Artefakt zu retten? Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und...
Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Okay, also, dann haben wir doch jetzt schon mal einen Plan, so ungefähr. Ich denke mal, dass wir sie vielleicht mit dem Seil und oder dem Netz hochbringen können. Den Ring haben wir aber hier, warum? Ach so, ja, wir können ja nicht hier die Nachricht übermitteln. Ist ja viel zu geheim. Aber wisst ihr was? Wir werden das einfach in der nächsten Folge herausfinden, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.